Hallo liebe Kinder, liebe Erwachsenen, hier bin ich wieder, eure Elke. Heute male ich mit euch Kleinen eine Eule, eine kleine Nachteule und ich hoffe, ihr freut euch mit mir darauf. Ich habe noch ein paar Sachen für euch, lieben Eltern. Es gibt einen Lichttrick, den ich auf diesem Video nicht erkläre. Den könnt ihr sehen unter Geheimnisvolle Tiefsee auf meinem anderen Video. Ab Minute 16 erkläre ich, wie ihr das selber basteln könnt. Das ist ganz einfach, also schaut da einfach mal rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nach dem Malen noch ein bisschen bei mir bleibt, denn ich habe euch noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Also lehnt euch zurück, schaut zu, macht mit, was immer euch Spaß macht und wir legen los mit der Nachteule. Und weil es ja eine Nachteule ist, ist auch auf meinem Karton hier Nacht erst ganz schwarz. Also ich habe einen schwarzen Karton, ihr könnt auch ein Stück Holz oder eine Leinwand ganz schwarz malen. Das funktioniert auch ganz prima. Und ich male heute wieder mit einer weißen Kreide vor. Dazu könnt ihr eine Straßenkreide nehmen, eine Tafelkreide oder wie ich jetzt hier habe, eine Pastellkreide. Und wir beginnen mal mit einer ganz einfachen Form, die kriegt ihr alle hin, nämlich ein Ei, ein riesengroßes Ei. Also legen wir mal los. So, hier oben geht es los. Kriegt ihr hin, bin ich sicher. Ja, es geht weiter. Jetzt male ich mal hier noch einen weiteren Kreis oder eine Eiform rein. Die geht ungefähr bis hierhin. So, das ist nämlich der Eulenbauch. Das geht so. Wieder eine Eiform. Jetzt kommen zwei Kreise für die Augen. Und die dürfen ruhig groß sein, denn Eulenaugen sind ziemlich groß. Ein Auge. Und das zweite daneben. So, wie viele Kreise habe ich denn schon? Eins, zwei, drei, vier. Jetzt machen wir hier noch eine kleine Mitte rein. Und dann fehlt unserer Eule ja noch ein Schnabel. Und jetzt kommt wieder eine von meinen Lieblingsformen, das Dreieck. So, das mache ich mal hier. Mache ich so einen geraden Strich. Da ist der Schnabel. Bisher doch gar nicht so schwer, oder? Ich glaube, das kriegt ihr ganz, ganz gut hin. Und denkt immer daran, es gibt kein Falsch. Kein Falsch, ihr macht alles richtig. Wunderbar. Was malen wir denn mal als nächstes? Ich würde sagen, damit die Eule auch nicht vom Ast fällt, malen wir jetzt mal die Krallen. Dazu brauche ich auf der einen Seite drei Striche. Eins, zwei, drei. Und auf dieser Seite. Eins, zwei, drei. Das kann man ganz schön gut sehen, weiß auf schwarz. Ne? Das klappt schon ganz gut. So, ja. Ich möchte aber auch, dass meine Eule fliegen kann. Also mache ich hier noch einen Flügel dran. Hier mache ich so ein bisschen weiter eine gebogene Linie und hier so eine kleine Linie. Und das mache ich auf der anderen Seite ganz genauso. Und schon hat meine Eule Flügel. Weil Eulen sehr gut sehen können in der Nacht und sehr gut hören können, braucht sie auch noch kleine Eulenohren. Die male ich ihr hier oben dran. So, da sind die Eulenohren. Und sie macht es sich auf ihrem Stamm gemütlich. Deshalb male ich den hier noch so drüber. Da ist meine Eule. Aber sie ist natürlich noch nicht fertig. Heute kommt gar nicht so viel Farbe da rein, weil das eine Nachteule ist und in der Nacht sieht man ja gar nicht so viele Farben. Ich habe mir hier etwas Weiß vorbereitet. Ich habe hier eine Acrylfarbe.
Es geht auch gutes Deckweiß aus einem Wasserfarbkasten oder einfache Wandfarbe vom letzten Renovieren. Vielleicht habt ihr da noch irgendwo was in euren Ecken liegen. Und ich habe hier einen Katzenzungenpinsel. Ach, so kann man es besser sehen, ne? Oder mal, ich halte das mal hier so rein, dann seht ihr, der ist da oben rund und auf der anderen Seite so etwas flach und sieht aus wie eine kleine Katzenzunge. Und den tauche ich so richtig kräftig hier in meine weiße Farbe und fange mal an, erstmal hier diese Umrisse ganz dick auszumalen. Das könnt ihr richtig dick machen und auch ruhig viel Weiß nehmen, weil für unseren kleinen Trick und das kleine Geheimnis gleich ist es gut, wenn da richtig schön auch viel Weiß und kräftig Weiß auf dem Bild ist. Und ich male jetzt einfach mal alles nach, was ich eben mit der Kreide vorgemalt habe. Das darf ganz grob sein. Ihr lieben Eltern, diese Pappe ist 30 x 40 cm groß. Das ist immer schön, wenn das nicht zu klein ist. Desto einfacher ist es. Aber ihr schaut einfach, wie viel Platz an euren Malplätzen ist. Ich habe ja schon ganz tolle Fotos bekommen und super schöne Malplätze gesehen. Ganz klasse und vielen Dank auch an alle, die mir Bilder schicken. Ich kriege jedes Mal so einen kleinen Freudenhüpfer in meinen Bauch. Und vielen, vielen Dank und macht das gerne weiter. Ohren. Seht, in der Zwischenzeit male ich schon mal alles kräftig aus, was ich eben, ich mache erst den Ast. So. Der darf ruhig ein bisschen dicker sein. So, und nun die Krallen da drüber. Wunderbar. Jetzt darf aber die Eule auch noch einige Federn bekommen. Und da fange ich mal hier in den Flügel an. Da mache ich so kleine Farbstupser da rein. So kleine kurze Striche. Das sieht ziemlich gut aus. Und oben an die Ohren kommen auch noch da Federn. Dann sieht unsere Eule auch so richtig puschelig aus. Ja, ganz puscheliges Federkleid. Hier mache ich noch so ein paar Striche in die Augen, dann spitzt es noch etwas geheimnisvoller. Ich glaube, ich sehe auch so aus, wenn ich morgens aufstehe und noch ganz müde bin. Ich bin nämlich eine Nachteule. Ich bin morgens immer müde und abends munter. Bei euch ist das bestimmt genau andersrum. So, hier kommen auch noch ein paar Federn rein. Und schon leuchtet die Eule ein bisschen. Sieht toll aus, ne? Hier machen wir auch noch ein paar Federn rein, so viel wie ihr wollt. Nur, dass man das hier gerade noch gut erkennen kann. Und weil ja unsere Eule in der Nacht unterwegs ist, gefällt es mir ganz gut, noch einen Mond dazu zu malen. Ich mache jetzt mal so einen halben, aber ihr könnt auch einen Vollmond malen, wie es euch gefällt. Ihr wisst ja, ihr seid Chef auf eurem Bild. Wie immer, ihr lieben Eltern, die Kinder sind Chef auf ihrem Bild. Ganz wichtig. Ein paar Sterne tupfe ich noch rein. Auch so viele, wie mir gefallen. Das ist der große Wagen, glaube ich. Manche von euch Kindern werden sich besser mit Sternen auskennen als ich. Vielleicht hat das ja jemand von euch als Hobby. So,
Das sieht schon ziemlich fertig aus. Aber es gibt natürlich noch einige Tricks bei unserem Bild. Deshalb nehme ich das jetzt mal runter. Es muss dann wieder sehr, sehr gut trocknen. In der Sonne geht das immer am besten oder lasst es einfach eine Stunde liegen. Oder ihr könnt auch darüber föhnen, dann geht es auch recht gut. So, und dann habe ich wieder was vorbereitet. Nämlich die Säule. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, so viel Farbe machen wir heute gar nicht da drauf. Ihr könnt natürlich, wenn ihr sagt, ich möchte aber gerne eine Eule ganz, ganz bunt malen, na klar, das geht auch. Für meinen Trick ist es aber jetzt besser, es kommt nicht so viel Farbe drauf. Aber ihr könnt natürlich diese Eule auch auf einem weißen Papier oder Karton malen. Und dann macht ihr gerade das, was ich jetzt mit Schwarz mit Weiß gemacht habe, einfach mit Schwarz. Und dann malt ihr eure Eule kunterbunt an. Das geht, es geht immer alles. Also wir Künstler sind ja ganz frei. Ich habe jetzt hier so ganz besondere Stifte. Das sind Marker, Textmarker nennt man die. Und die sind ganz grell. Das sieht jetzt bei euch nicht so grell aus, aber wenn ich jetzt hier gucke, in meinem Licht, so im Original, dann sind die richtig, richtig grell. Das tut schon ein bisschen in den Augen weh. Und diese Farbe, diese Stifte bekommt man gut im Schreibwarengeschäft. Bitte, ihr lieben Eltern, seid dabei, weil das sind fluoreszierende Farben. Immer bei solchen besonderen Farben und so bitte immer dabei bleiben, dass da irgendwo nichts passiert. So. Und dann nehme ich das. Und dann kann ich mal so nach Herzenslust ein paar Stellen hier auch farbig machen. Das kann ich. Die lassen sich malen wie ein Buntstift oder ein Filzstift besser. Hier habe ich jetzt Orange. Dann nehme ich hier mal so ein tolles Gelb für das Auge. Da dürft ihr ruhig kräftig was drauf machen. Manche sagen dazu auch Neonfarben, weil die so richtig doll leuchten. Ich mache jetzt nur mal hier eine Hälfte. Ich finde mal ein paar Sterne. Ihr habt ja ein bisschen Zeit und könnt da viel, viel mehr machen. Ich mache noch ein paar Federn etwas grün. Auf dem Schwarz seht ihr das gar nicht. Ihr seht also dann diese Farben nur auf dem Weiß, aber da leuchten sie ganz, ganz besonders kräftig. Ich höre jetzt an dieser Stelle mal auf, weil ihr sollt ja zu Hause weitermalen und nicht ich. Und möchte euch jetzt noch einen kleinen Trick zeigen und ein kleines Geheimnis und möchte euch noch etwas entführen, denn schließlich ist das eine Nachteule und es ist Nacht. Deshalb mache ich es jetzt dunkel. Ihr seht jetzt erstmal, denke ich, gar nichts. Jetzt knipse ich mal mein Licht an. Wie ihr seht, wird das ganz, ganz leuchten schon mit meiner tollen Stirnlampe. Das sieht schon gut aus. Und jetzt ist unsere Eule in der Nacht unterwegs. Aber ich habe noch was Tolleres für euch. Mein wunderbares Schwarzlicht. Das nennt man Schwarzlicht. Eigentlich ist es ja blau. So.
Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Und es gibt einen Trick, wie ihr euch das selber machen könnt. Das habe ich zu Beginn gesagt. Die Eltern können sich das mit euch mal anschauen. Und jetzt bleibt ihr einfach mit mir noch ein bisschen in der Nacht. Und ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht. Oh, schaut mal, wie schön das orange leuchtet. Das sind diese Eigenschaften dieser Stifte, dass sie mit Schwarzlicht ganz besonders intensiv leuchten. Dann hört mal gut zu, kuschelt euch an eure Eltern. Und jetzt kommt die Geschichte. In einem kleinen Dorf mit einem schiefen Kirchturm lebten eine Eule und ein Eichhörnchen. Sie wohnten am Rande eines Waldes in einem großen Baum. Schon als sie ganz klein waren, hatten sie Freundschaft geschlossen. Die anderen Tiere fanden, dass sie ganz verrückt sind. Denn sie konnten sich an jedem Tag immer nur ganz kurz sehen. Ihr müsst wissen, dass die Eule in der Nacht wach war, jagte und sie schlief den Tag über auf ihrem Ast tief und fest. Das Eichhörnchen aber wuselte den ganzen Tag über die Bäume und Felder und rollte sich in der Nacht in seiner Baumhöhle ein. Am frühen Morgen, wenn sich das Eichhörnchen den Schlaf aus den Augen rieb, saß die Eule schon auf dem Ast vor ihrem Schlafplatz und erzählte ihr ganz aufgeregt von den Abenteuern der Nacht. Vom Mond, der so besonders schön schien, von den geheimnisvollen Geräuschen, die in der Stille so wunderbar zu hören waren. Von den Tieren, die auch in der Dunkelheit unterwegs waren und die das Eichhörnchen nur aus den Erzählungen der Eule kannte. Aber immer, wenn das Eichhörnchen noch mehr wissen wollte, wurde die Eule so müde, dass ihr die Augen zufielen. Als sie dann am späten Abend nach langem Schlaf ihre Eulenaugen wieder öffnete, hatte es sich das Eichhörnchen gemütlich gemacht auf ihrem Schlafast. Seine Augen leuchteten. Es erzählte, wie wundervoll das Wasser des Baches in der Sonne geglitzert hatte, als es dort trank. Es erzählte vom leuchtenden Grün des Baumes und wie Regentropfen funkeln können. Sie erzählte, wie schön es sich anfühlt, wenn am Morgen die Sonne immer stärker wird und das Fell aufwärmt. Und immer wenn die Eule mehr von diesen Dingen wissen wollte, fielen dem Eichhörnchen vor Müdigkeit die Augen zu und es krabbelte in seine Höhle. Die anderen Eulen sagten, es ist Unsinn, dass ihr Freunde seid, ihr passt gar nicht zusammen. Freunde müssen viel mehr Zeit zusammen haben. Ihr werdet nie zusammen spielen können. Du wirst dem Eichhörnchen niemals den Schein des Mondes zeigen können. Die anderen Eichhörnchen sagten, so ein Quatsch, dass ihr Freunde seid. Die Eule hat gar keine Ahnung, wie Wasser glitzern kann. Du wirst es ihm niemals mit Worten erklären können. Sie wird es nicht verstehen. Ihr könnt keine Freunde sein. Weil sie diese Sätze so oft hörten, glaubten sie es schließlich und die Eule erzählte nicht mehr vom Mond. Das Eichhörnchen gab es auf, von der Sonne zu sprechen. So hatten sie sich immer weniger zu sagen und schließlich sprachen sie gar nicht mehr. Und beide wurden sehr traurig. Eines Nachts, als der Mond ganz voll war, keine Wolke am Himmel, leuchtete etwas vom Rand des Baches rund und weiß. Die Eule, die nachts sehr gut sehen kann, entdeckte einen weißen runden Stein. Er war wirklich besonders und er erinnerte die Eule an den Mond. Als das Eichhörnchen am nächsten Morgen kurz vor Sonnenaufgang wach wurde, saß die Eule vor seiner Höhle. Sie strahlte. »Ich habe ein Geschenk für dich«, sagte sie und stupste vor den runden, weißen Stein, der in einer Astkuhle vor dem Eichhörnchen lag. »So sieht der Mond bei Nacht aus.«
ist wunderschön, staunte das Eichhörnchen. Und etwas verlegen kramte es mit seinen kleinen Krallen etwas aus seiner Höhle. Es war ein Stein, der viele Ecken und Kanten hatte und Flächen, die glatt wie Glas waren. Lass heute Nacht das Mondlicht auf diesen Stein leuchten. Dann weißt du, wie Wasser in der Sonne glitzert. Eule und Eichhörnchen umarmten sich und wussten, dass sie für immer Freunde sein würden. Und wenn sie sich nicht sehen konnten, so schauten sie ihre Wundersteine an und dachten aneinander. Liebe Kinder, ich wünsche euch auch, dass ihr alle aneinander denkt und vielleicht schenkt ihr euch auch Steine in dieser Zeit, wo ihr euch nicht so oft sehen könnt. Es war schön mit euch, ein bisschen in die Nacht zu gehen und alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!